blond. Mehr Spaß. Einfach alles macht mehr Spaß. Das ist wichtig. Frauen sollten durch den Park gehen können, ohne von durchgeknallten Typen belästigt zu werden. Hey, das war nur einmal. Ja, das wird Stevens großer Abend. Er will endlich seinen richtigen Vater kennenlernen. Da war immer so eine Stimme. Triff deinen Vater, triff deinen Vater. Irgendwann sagte ich ja und Jackie hielt die Klappe. Ja, genau so ist es gewesen. Siehst gut aus, Rotschopf. Wir nennen sie wieder Zittermäpschen. Oh, ist ja spitze. Hier, ich habe die Bluttestergebnisse für dich eingerahmt. Also, ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihm erzählt, dass deine Eltern dich im Stich gelassen und wir dich aufgenommen haben. Kitty, ich weiß nicht, ob... Er würde jetzt tot in der Gosse liegen. Ihr Lieben, darf ich vorstellen, Stevens Vater. Steven, sieh nur. Hab's gesehen. Schön, dich kennenzulernen, mein Sohn. Ich habe mich auf diesen Moment gefreut. Wow. Du bist von dem? Ja, ich bin noch auf der Suche nach der Familienähnlichkeit. Ist doch ziemlich deutlich. Mein Afro-Look, meine Lässigkeit, mein Zorn gegen die Gesellschaft. Also in meinen Augen erklärt das vieles. Mr. Barnett, nehmen Sie doch Platz. Ist ein wichtiger Tag. Ich meine, wie oft lernt ein Kind seinen eigenen Vater kennen? Ich bis jetzt zweimal. Hey, möchten Sie was zu trinken? Nein, danke. Aber ich glaube, ihr braucht jetzt alle einen Scotch. Ein Scotch? Unsinn, wir sind sowas von locker. Also schön. Da hier niemand das Kind beim Namen nennen will, tue ich es eben. Sie sind schwarz. Mom! Was machen Sie beruflich? Ich habe mehrere Plattenläden. Plattenläden? Ja. Das ist cool. Ja. Ich hatte schon Angst, du wärst ein Bulle oder so. Ich mag keine Bullen. Hört ihr das? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mensch, ich wünschte, Mom hätte mir von dir erzählt. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Das ist Jahre her. Wir waren zusammen, dann ist sie einfach verschwunden. Sie hat wohl geheiratet und ihrem Mann dann gesagt, du wärst sein Baby. Ja, sie war bestimmt erleichtert, dass ich weiß war. Wieso bist du hier? Das ist nicht dein Zuhause, kapiert? Sie könnten trotzdem ein paar Fotos von mir aufhängen. Ich gehe ran. Hallo? Charlie Schmidt! Ich habe seit dem Krieg nichts mehr von dir gehört. Also, ich war mir nicht mal sicher, ob sie dich aus dem Wasser gezogen haben. Wenn ich gewusst hätte. Rufen Sie hier nie wieder an! Kaiso! Kacke, ich muss die Leitung freihalten. Ich werde dich erschießen und deinen Kopf stelle ich auf den Fernseher. Und wenn ich dadurch einen besseren Empfang habe, ist es das erste Mal, dass du zu irgendwas Nutze warst. Er ist nicht scharf auf ihr Geld. Ich bin scharf auf ihr Geld. Hey. Hey. Ich habe mir gedacht, vielleicht versuchen wir es nochmal. Klar, war ja auch super beim ersten Mal. Das tut mir wirklich leid. Aber als wir uns trafen, dachte ich, mich selbst in dir zu sehen. Ja, du und ich. Das ist, als würde man in einen Spiegel sehen. Danke für alles, Red. Sie haben recht. Es sind ein paar feine Jungs geworden. Ja, ich bin auch stolz auf Sie. Sie haben mir die Klamotten gestohlen. Wer? Eine wütende Meute Feministinnen. Du liebe Zeit, die haben dir sogar die Körperbehaarung abrasiert. Ja, genau.